Ja, für uns ist die funktionelle Biodiversität ein sehr wichtiger Faktor. Wir verwenden als Forschungsbauernhof, als Grandfarm, als Grandgarten keinerlei Pestizide. Das heißt auch keine Pestizide, die im Biolandbau erlaubt wären. Und deswegen brauchen wir natürlich die Hilfe der Natur. Das beginnt im Boden. Da haben wir die Mikroorganismen, das Bodenleben, die Regenwürmer, die uns helfen, gesunde Pflanzen zu haben. Zieht sich zum Beispiel über den Nützlingseinsatz zur Bestäubung, aber zum Beispiel arbeiten wir auch, indem wir Vögel ansiedeln, nicht indem wir sie herbringen, sondern indem wir ihnen einen Lebensraum bieten und indem wir Nistkästen bauen. Und diese Nistkästen locken dann Vögel an. Wir haben hier im Garten brütend zum Beispiel den Steinkauz, haben wir gerade erst gesehen. Wir haben hier im Garten brütend Turmfalken, voriges Jahr hatten wir Schleiereulen und die kümmern sich natürlich auch um unsere Mäuse. Wir bringen Laufenten her, die dann wieder die Nacktschnecken fressen. Also funktionelle Biodiversität, wir holen, indem wir Lebensraum schaffen, indem wir die Hecke schaffen, bieten wir auch einen Lebensraum für Fledermäuse und die fressen die Maikäfer. Sozusagen die Natur zu nutzen, um unseren Pflanzenschutz auf eine naturverträgliche Art und Weise zu machen, indem wir keine Pestizide einsetzen brauchen.